Es ist Dienstag und höchste Zeit für eine neue Ausgabe von Allgäu TV. Herzlich willkommen. Rote Karten und Trillerpfeifen in Immenstadt. Demo gegen Bayerns höchste Grundsteuer. Rettung fürs Festspielhaus Füssen. Stadtenor will Ministerpräsident ins Boot holen. Und zwischen Geschichtserfahrung und Karneval. Historie nacherleben in der Nebo-Kunsthalle. Die Stadt Immenstadt und ihre Grundsteuer. Nach einem Beschluss des Stadtrats wird der Steuersatz um 65% erhöht. Darüber haben wir bereits letzte Woche berichtet. Unmut und Widerstand gibt es, seit der Stadtrat die Erhöhung mit knapper Mehrheit beschlossen hat. Gestern fand auf dem Marienplatz eine Demonstration gegen die höchste Grundsteuer des Freistaates statt. Organisiert von den Oppositionsparteien und den Einzelhändlern. Bürgermeister Schaub war nicht dabei, hat sich aber schon zuvor unseren Fragen gestellt. Nein, den roten Teppich haben die Immenstädter ihrem Bürgermeister nicht ausgerollt, sondern die rote Karte gezeigt. Grund für die Demonstration in Immenstadt ist die Erhöhung der Grundsteuer. Eine Erhöhung um 65%. Das macht sie zur höchsten Grundsteuer Bayerns. Mit knapper Mehrheit wurde die Steuererhöhung beschlossen, um den laufenden Haushalt zu finanzieren und um Schulden abzubauen. Die Opposition im Stadtrat war dagegen und hat es geschafft, vom Veranstalter geschätzte 1200 Menschen auf den Marienplatz zu holen. Die Grundsteuer zu erhöhen ist zutiefst unsozial. Das sagt der Sprecher des Bündnisses und Organisator der Demonstration, Christoph Blees. Besonders die sozial Schwachen sind ja betroffen, weil die Miete, es wird auf die Miete umgelegt, die Grundsteuer über die Nebenkosten. Das heißt, die Rentnerin zahlt für ihr altes Häusle genauso wie der Wohlhabende, der irgendwo ein sehr neues Haus hat. Kinderreiche Familien sind betroffen, weil die brauchen viel Platz. Die werden besonders von der Grundsteuer dann getroffen werden. Also es richtet sich eigentlich besonders gegen die sozial Schwachen. Zur Veranstaltung mit dem umstrittenen Untertitel Montagsdemonstration aufgerufen haben neben der CSU und der Jungen Union die FDP, die Junge Alternative, die Handwerkskammer und die Einzelhändlervereinigung Impuls. Also diejenigen, die besonders unter einer Erhöhung der Grundsteuer leiden und die im Stadtrat gegen die Erhöhung waren. Klientelpolitik mit Einbezug der Bürger? Nein, beteuert Blees. Es geht um das Thema Grundsteuer und es muss andere Lösungen geben, wie sie um 65% zu erhöhen. Immenstadts Bürgermeister Schaub legt Wert darauf, dass die Steuer dynamisch ist, was bedeutet, dass sie auch wieder sinken könnte. Vorausgesetzt, es würden vorher Schulden abgebaut. Allein wenn ich die Schulden dem städtischen Haushalt abbaue, wäre das eine Entlastung von rund 800.000 Euro im Jahr. Das wären allein ca. 150, 160 Grundsteuerpunkte. Also da wären wir dann schon wieder in einem relativ moderateren Niveau, wenn wir das jetzt vom heutigen Satz 2016 abziehen. Schaub sieht momentan keine andere Lösung. Neben den 40 Millionen Euro Schulden schiebt die Stadt auch einen Investitionsstau vor sich her. Dazu kommen laufende Kosten. Wir haben einfach jährlich einen Mittelbedarf für unsere 120 Kilometer Straßennetz und 100 öffentliche Gebäude von 3 bis 4 Millionen Euro am Invest, um das halten zu können. Und wir haben aber bloß 1,5 Millionen zur Verfügung. Entweder schließen Sie dann die Lücke über Schulden oder Sie müssen einen anderen Weg gehen. Und den wird es momentan jedenfalls nicht geben. Genauso wenig wie eine komplette Zurücknahme der beschlossenen Grundsteuer. Das glaubt selbst die Opposition nicht. Aber das Ziel muss auf jeden Fall sein, dass im nächsten Jahr die wieder auf den ursprünglichen Stand möglichst sinkt oder man einen Kompromiss findet. Das mit dem roten Teppich wird aber auch dann wohl nichts mehr. Aber zumindest die roten Karten hätten sich vielleicht erledigt. Die rote Karte verdient hätte am Wochenende auch ein Mann in Memmingen gehabt. Er wollte mit der Eintrittskarte seiner Frau ins Freibad. Das ging aber offenbar nicht und darüber geriet der Mann dermaßen in Rage, dass er handgreiflich wurde und die Polizei anrücken musste. Daraufhin wollte sich der 44-Jährige aus dem Staub machen und musste von den Beamten auf dem Boden gefesselt werden. Ein Polizist wurde dabei leicht verletzt. Viel Lärm um eigentlich nichts. 2,30 Euro hätte der Eintritt gekostet.
Bewaffneter Überfall heute in Oberstaufen. Drei Männer haben bei einem Juwelier hochwertigen Schmuck erbeutet. Die Einzelheiten gleich in Kompakt. Radl Stadl Dickenreishausen. Mehr Auswahl, mehr Leistung, mehr Service. Radl Stadl Dickenreishausen, A7 Ausfahrt Memmingen. Altersflecken, ab 50 unvermeidlich. Jetzt haben Wissenschaftler eine Spezialcreme entwickelt. Lentisol. Wie effektiv Lentisol ist, zeige ich Ihnen bei Frau Fuchs. Das Geheimnis? Der einzigartige Antipigmentkomplex, der Altersflecken sofort kaschiert, vorbeugt und mit aktivem Wirkstoff langfristig reduziert. Die Altersflecken sind sofort verschwunden. Frau Fuchs sieht jetzt viel jünger und frischer aus. Lentisol, neu in Ihrer Apotheke. Für jeden das passende Rad. Radl Stadl. Dickenreishausen. Radl-Stadl.de. Der Cäsar lädt ein zum Römerfest in Kempten. Kommen Sie mit auf eine aufregende Zeitreise. Erleben Sie antikes Leben am Originalschauplatz wie vor 2000 Jahren. Mit Handwerkern, Römermarkt und Gladiatoren. Golfchamp Trophy 2016. 15 Jahre Bayerns größte Turnierserie. Golfchamp Trophy 2016. Allgäu TV und der Spielbanken Bayern. Kämpfen Sie um den Einzug ins Finale. Am 27. August beim Golfclub Lindau Bad Schachen. Golfchamp Trophy 2016. Küchenmeier, die Küchennummer 1 im Allgäu. Bei uns erhalten Sie genau die Küche, die perfekt zu Ihrem Lebensstil passt. Und das mit unserem bekannt guten Service. Versprochen, innovative Küchen in Top-Qualität. Überzeugen Sie sich. Golfchamp Trophy 2016 wird unterstützt von Wellness Golf Resort, Chervaux und Best Service Company. Die Barrel House Jazz Band, the best of classic jazz and swing. Freuen Sie sich auf ein großes Konzerterlebnis mit klassischem Jazz, Blues und Swing. Neu dabei? Lindy Lady Bass, eine der erfolgreichsten Jazzmusikerinnen Europas. Karten im Kurhaus Bad Wörishofen und unter kartenvorverkauf@bad-wörishofen.de. Die Nachrichten am Dienstag, dem 26. Juli 2016. Im Prozess um den sogenannten Wertach-Mord am Landgericht Kempten wurden heute die Plädoyers gehalten. Die Staatsanwaltschaft fordert 12 Jahre Haft für den Haupttäter. Sein Bruder soll 7 Jahre und 6 Monate hinter Gitter. Für den dritten Angeklagten, einen 19-jährigen Freund der beiden, wurden 6 Jahre Haft gefordert. Außerdem sollen die Täter aufgrund ihres Drogenkonsums in einer Entziehungsanstalt untergebracht werden. Die Verteidigung fordert für die beiden Mitangeklagten Freisprüche. Es habe keinen gemeinschaftlichen Plan für die Tat gegeben, so die Begründung. Wie mehrfach berichtet, soll der Haupttäter seinen damaligen Mitbewohner Inkauf Beuren erstochen haben. Hintergrund für die Tat waren Schulden aus Drogengeschäften. Die beiden anderen Angeklagten sollen dann versucht haben, die Leiche zu beseitigen. Sie warfen das Opfer schließlich in die Wertach. Während der Hauptangeklagte weiterhin schweigt, haben sein Bruder und sein Freund ihn im Laufe der Verhandlung schwer belastet. Heute Vormittag haben vermutlich 3 junge Männer aus Litauen einen Juwelier in Oberstaufen überfallen. Sie erbeuteten hochwertigen Schmuck von noch unbekanntem Wert. Laut Polizei hatten die Täter eine Schusswaffe dabei. Einer der Männer bedrohte damit die Mitarbeiter, während die anderen mit einem Hammer die Vitrinen einschlugen und den Schmuck herausnahmen. Zeugen verfolgten die Verdächtigen anschließend. 2 von ihnen konnten im Bereich des Bahnhofs festgenommen werden. Nach dem dritten suchten die Beamten mit Hunden und einem Polizeihubschrauber. Er wurde schließlich im Bereich Weissach gefasst. Es ist bereits der 2. Überfall auf den Juwelierladen innerhalb eines Jahres. Laut Polizei ähneln sich die Taten zwar, sie wurden aber nicht von denselben Männern verübt.
Ein 15-jähriger Radfahrer ist heute bei einem Unfall in Waal schwer verletzt worden. Der Jugendliche fuhr ungebremst über eine Kreuzung. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten PKW. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der Radler auf die Straße geschleudert wurde. Er trug keinen Helm und erlitt schwere Verletzungen. Nach bisherigem Ermittlungsstand trifft den Autofahrer keine Schuld. Die Polizei warnt vor einer neuen Betrugsmasche. Die Täter kontaktierten gestern zwei Firmen mit Sitz in Kempten und gaben an, leitender Mitarbeiter oder Geschäftsführer zu sein. Sie forderten die Mitarbeiter auf, unverzüglich Geld auf ein Konto im Ausland zu überweisen. Teils versuchten die Unbekannten die Masche am Telefon, teilweise wurden entsprechende E-Mails verschickt. In beiden Fällen wurden die Mitarbeiter aber misstrauisch und lehnten die Überweisung ab. Laut Polizei wird die Betrugsmasche derzeit bundesweit angewandt und hat auch in Schwaben schon zu erheblichen finanziellen Schäden geführt. Nach der Pleite des Füssener Festspielhauses kündigt sich jetzt Unterstützung von prominenter Seite an. Wie berichtet, musste die verantwortliche Musiktheater Füssen Besitz GmbH Anfang des Monats Insolvenz beantragen. Nun will sich Startenor René Kollo für den Erhalt des Hauses einsetzen. Das Festspielhaus sei einmalig, so Kollo. Der 78-Jährige will bei Ministerpräsident Horst Seehofer vorstellig werden und ihn um Zuschüsse bitten. Kollo wirkt bei 4 Vorstellungen des Ludwig-Musicals mit. In Bad Wörishofen entsteht vorerst kein Bürger-Solarpark. Der Bauausschuss der Stadt hat das Vorhaben jetzt mit 4-9 Stimmen abgelehnt. Wie berichtet, wollten Investoren an der Autobahn einen Solarpark für Bürger errichten, die keine eigene Photovoltaikanlage betreiben können oder wollen. Interessierte sollten Anteile kaufen und so den Bau des Parks mitfinanzieren. Es ist bereits das 5. Mal, dass solch ein Projekt bei der Stadt Bad Wörishofen angefragt wurde. Soweit kompakt mit den Kurznachrichten und jetzt unser Blick aufs Wetter. Die Handwerkskammer für Schwaben, für ein starkes Handwerk. Der Blick auf einen sternenklaren Himmel bleibt uns heute Nacht verwehrt. Es bleibt aber überwiegend trocken bei 17 bis 19 Grad. Den Regenschirm sollten Sie am Mittwoch aber besser nicht daheim lassen. Es wird im gesamten Allgäu nass. Vor allem das West- und Oberallgäu sollten sich auf stärkere Schauer gefasst machen. Die Temperaturen liegen dabei zwischen 19 und 22 Grad. Im Verlauf des Tages nimmt der Niederschlag zwar ab, zugezogen und um die 20 Grad bleibt es aber trotzdem. Leider hat das Allgäuer Bergwetter in diesen Tagen auch nicht mehr zu bieten. Mit 19 Grad wird es auf dem Gipfel des Gründen am wärmsten. Die größten Chancen auf ein paar trockene Sonnenstunden bietet das Nebelhorn. Mit Temperaturen von 8 bis 13 Grad wird es hier aber am kühlsten. Der Allgäuer Sommer macht gerade aber nur etwas Pause. Die zweite Wochenhälfte wartet bereits mit vielversprechenden Aussichten. Weniger Wolken und mehr Sonne sorgen für einen stetigen Anstieg der Temperaturen. Spätestens zum Wochenende werden dann wieder Werte um 25 Grad erreicht. Kenia, Venezuela, Kuba, Argentinien. Sein halbes Leben lang war der gebürtige Allgäuer Michael Schrode als Missionar unterwegs. Jetzt, zu seinem 60. Geburtstag, ist er zurück in Deutschland. Im Gepäck hat er viele Erinnerungen und freut sich auf seine neuen Aufgaben im Allgäu. Ich habe ihn getroffen in seiner Wahlheimat Kaufbeuren. Ja, getroffen habe ich Pfarrer Schrode hier im idyllischen Berggarten des Kreszentierklosters in Kaufbeuren. Herr Pfarrer, was würden Sie denn sagen, wie schneidet denn das Allgäu ab jetzt im Vergleich zu den vielen exotischen Orten, an denen Sie die letzten Jahrzehnte verbracht haben? Ja, ich sage, das Allgäu hat durchaus auch exotische Elemente. Wir hatten jetzt ja die letzten Tage hier in Kaufbeuren das Tänzelfest, das auch gewisse Exotik hat. Und dann für mich war es das nicht so, dass mein Zurückkommen von Lateinamerika, wo ich 16 Jahre war,
dass das so ein großer Umschwung war. Wir hatten vor allem in diesen letzten Jahren ständig Begegnungen mit Menschen von Deutschland, Kenia, Venezuela. Es waren im vergangenen Jahr 12 Venezolaner da, 6 Kenianer. Und für mich ist dann deshalb nicht, die Sache ist nicht, dass das eine neue Kultur ist. Und ich denke auch durch die ganze Medien der Kommunikation, die es heute gibt, sind wir uns viel näher. So haben Sie den Kontakt dann auch immer halten können. Sie waren ja als Missionar in Südamerika und in Afrika tätig. Und wenn man jetzt dieses Wort hört, dann kommt es einem irgendwie so antiquiert vor wie aus dem 19. Jahrhundert. Was tut denn ein Missionar heute? Ja, da haben Sie recht. Das Missionardenken früher, das war der Missionar kommt und sagt den Menschen, was das heißt, den richtigen Glauben zu haben. Wir kennen das auch von der traurigen Geschichte von Lateinamerika, wo Missionare kamen, die ganze Kultur kaputt gemacht haben und gesagt haben, ihr müsst jetzt an den römischen Gott glauben. Und die gleiche Sache in Afrika. Afrika, das eine sehr reiche Kultur hat. Ich kenne einen Stamm in der Nähe zu Äthiopien, wo Dinge, die im Christentum sind, schon Jahrtausende leben. Und da kommen jetzt die Missionare, also diese alten Missionare, mit einer gewaltigen Arroganz, die sagen, wir haben es den richtigen Glauben. Und das ist heute anders? Ja, Gott sei Dank. Missionar für mich, also ich war 11 Jahre in Kenia, 4 Jahre hier im Ostallgäu, in dieser Gemeinde Biedingen, dann 8 Jahre in Venezuela, 3 Jahre auf Kuba, 4 Jahre in Argentinien. Und für mich ist die erste Aufgabe vom Missionar, hinzuhören. Versuchen, die Menschen zu verstehen. Und das ist ein ganz großes Geschenk, weil ich ja die Sprache nicht konnte. Also ich kam nach Afrika oder Kenia, wo Kiswahili gesprochen wird. Und dann später nach Südamerika, wo Spanisch gesprochen wird. Und dann steht man wirklich da wie der Ochs vorm Berg. Also man versteht nichts mehr und ist von daher schon von den äußeren Verhältnissen gezwungen, mehr zuzuhören. Sie haben ja auch ganz viel im sozialen Bereich gemacht. Vielleicht können Sie uns da ein Beispiel nennen. Ja, wir haben zum Beispiel in Kenia eine Schule errichtet für geistig und körperbehinderte Kinder. Es war ganz was Neues, weil in der Tradition von diesem Stamm, da sagen die, ein behindertes Kind, das gehört in die Gruppe der Tiere und das kann man sofort da in den Fluss werfen, wenn das geboren wird. Und da kam dann unser christlicher Ansatz zum Sagen, wir sind da dafür da, Menschen zu helfen und vor allem Menschen, die ganz unten stehen in der Gesellschaft. Ja, und da haben wir dann mit der Hilfe von Ter des Hom der Niederlande im Jahr 1990 begonnen, Häuser zu bauen, wo bis heute sind über 150 Jugendliche und Kinder mit Behinderungen und die Sache funktioniert. Ihre Erfahrungen im Ausland werden Ihnen ja sicher nützlich sein für Ihre neue Aufgabe hier bei uns, denn Sie werden für die Flüchtlinge in der Region zuständig sein. Wie genau können wir uns denn diese Arbeit vorstellen? Ja, das kann ich nicht so genau jetzt noch sagen, aber ich bin jetzt seit knapp 2 Monate hier und bin dabei zum Schauen, was es gibt. Und ich sage, ich staune sehr über das Engagement der Menschen. Ich war kürzlich im Landratsamt in Markt Oberdorf, Landkreis Ostallgäu, wo 2 junge Damen, die Frau Kostian und die Frau Pavel, wirklich eine tolle Arbeit machen. Wir haben im Landkreis Ostallgäu 1.500 Flüchtlinge, Asylbewerber und 1.800 Helfer. Und es ist für mich faszinierend, wie die Menschen sich da einsetzen. Und ich besuche auch verschiedene Flüchtlinge in ihre Häuser, wo sie halt wohnen, versuche mit denen zu reden.
Und so was meine Aufgabe betrifft, das zeichnet sich jetzt so langsam ab, das ist ein wichtiger Punkt, ist die Begleitung, auch die spirituelle Begleitung dieser Unterstützerkreise. Es gibt ja sehr viele Frustrationen, weil eben die Kulturen sehr verschieden sind. Und Afrikaner oder Syrer, die reagieren oft so, wie die Deutschen das nicht erwarten. Zum Beispiel die Pünktlichkeit oder die Mülltrennung und so Zeug, was hier alles gibt. Und da sehe ich jetzt auch so meine Aufgabe, diese Kulturen ein bisschen näher zusammenzubringen. Eine große Aufgabe und ich wünsche Ihnen dafür sehr viel Glück. Vielen Dank heute für das Gespräch und für die Informationen. Dankeschön. Eigentlich ist das mit dem Hype um die Pokémon Go App gar nicht so schlecht. Zumindest kommen die Leute mal raus und erkunden die Gegend, wenn man dabei auch immer wieder ins Handy starren muss. Das Tierheim Beckstetten im Ostallgäu hat dazu jetzt eine ziemlich gute Idee. Auf ihren Streifzügen durchs Grüne könnten die Spieler einen Tierheimhund mitnehmen. So bekommen die Tiere Bewegung und die Spieler echte, lebendige Unterstützung bei der Jagd auf die gelben Tierchen. Aber auch ohne Handy und Monsterverfolgung kann man sich im Tierheim einen Hund ausleihen, wenn man einfach mal wieder so raus will. Ein konkretes historisches Ereignis möglichst authentisch wieder erlebbar zu machen, das nennt man Reenactment. Das gibt es nicht nur in den Mittelalterspektakeln der Region, sondern auch in der Kunst. Und da hat die MEWO-Kunsthalle Memmingen ein Thema ins Visier genommen, das jetzt gerade leider sehr aktuell ist. Wassenbär, das Haus der Jagd und Tracht in Kempten. Altersflecken, ab 50 unvermeidlich. Jetzt haben Wissenschaftler eine Spezialcreme entwickelt. Lentisol. Wie effektiv Lentisol ist, zeige ich Ihnen bei Frau Fuchs. Das Geheimnis? Der einzigartige Antipigmentkomplex, der Altersflecken sofort kaschiert, vorbeugt und mit aktivem Wirkstoff langfristig reduziert. Die Altersflecken sind sofort verschwunden. Frau Fuchs sieht jetzt viel jünger und frischer aus. Lentisol, neu in Ihrer Apotheke. MyClickCard, die exklusive Kundenkarte für das Allgäu und die Bodenseeregion. Viele Vorteile und Sofortrabatte. Hier kaufen, hier sparen. Bei unseren Vorteilspartnern erhalten Sie alle Angebote ein ganzes Jahr lang. Mehr Infos unter www.myclickcard.de. Strahlende Kinder, glückliche Eltern. Bei Rohn, Kindertrends und mehr in Mittelberg ist das selbstverständlich. Hier gibt es ein breites Angebot an toller Kinderkleidung. Unser Hauptlieferant ist die Firma Lego. Die haben wir schon seit 16 Jahren im Programm. Die haben sich sehr gut entwickelt. Vor allen Dingen schauen die drauf, dass die anständig produziert wird, die Ware. Dann haben wir natürlich unsere Trachtensachen mit Lederhosen, Dirndl. Das sind eigentlich ja so unsere Kindersachen. Und diese Sachen gefallen, wie man sieht. Das Kleid. In dem 90 Quadratmeter großen Laden gibt es aber nicht nur Kinderkleidung zu entdecken. Wir haben Damen-, Naturmoden- und Landhausmode. Und im Geschenkartikelbereich haben wir Geschenkartikel, Gebrauchtwaren, Schokoladen, handgeschöpfte Schokoladen aus Österreich. Wir haben aus eigener Werkstatt haben wir auch Dinkelkissen, Zirbenkissen, Kirschkernkissen. Da machen wir auch Wunschanfertigungen. Wir haben die Bozner Keramik, das sind handbemalte Figuren. Dann haben wir die Gmundner Keramik, das wird ja auch alles in Österreich produziert, ist handbemalt. Wir sind sehr darauf bedacht, dass wir eben Sachen haben, die von hier sind auch. Ob Kinderkleidung, Geschenkartikel oder Keramik, bei Rohn, Kindertrends und mehr kommen große und kleine Kunden auf ihre Kosten. Terroristen, Diktatoren, Massenmörder, Menschen, mit denen man sich in der Regel nicht unbedingt näher beschäftigen möchte. Ihre Gedanken nachzuvollziehen ist nicht nur schwer bis unmöglich, sondern auch unbequem. Aber ebenso wichtig, denn durch das Begreifen der Beweggründe zu ihren schrecklichen Taten können wichtige Schlüsse für die Gegenwart und Zukunft gezogen werden. Historische Schicksalsschläge nacherleben, das ermöglicht aktuell eine Ausstellung in der Memminger MEWO-Kunsthalle.
Reenactment oder zu Deutsch Nacherleben. Und zwar zwischen Geschichtserfahrung und Karneval. Nicht im wahrsten, aber übertragenen Sinne. Ein Erlebnis in der MEWO Kunsthalle. Die Künstler versuchen bei dem Nachspielen rauszukriegen, wie sich das von der normalen Geschichtsschreibung unterscheidet. Sie nehmen Akten, die sie theatralisch nachspielen. Dadurch geben sie den Möglichkeiten, die daran beteiligt sind, auch die Möglichkeit, das wirklich nachzuerleben. Dass wir so die Beweggründe der Täter, und es sind vorwiegend Täter, nachempfinden können. Dass wir wissen, weshalb diese Sachen passiert sind. Ein Reenactment stellt also ein historisches Ereignis nach. Dabei arbeitet der Künstler nicht nur Reales auf, sondern versucht es auch zu verarbeiten. Vor allem die Gedanken von Terroristen, Diktatoren und Massenmördern. Weil sonst wissen wir ja nie, weshalb irgendwas passiert ist. Sonst sind wir einfach immer auf Geschichtsbücher angewiesen. Aber wir müssen doch einfach wissen, weshalb junge Männer, meistens sind es Männer, irgendwo hingehen und Frauen, Kinder, Familien umbringen. Weshalb sie ermorden. Was passiert da eigentlich? Was passiert da eigentlich? Beispielsweise in den Köpfen derer, die zum Völkermord aufrufen. Ein schwerer und doch wichtiger Gedanke. Und wir haben hier Hate Radio, das eine Radiostation nachspielt, die ganz wichtig war im Konflikt in Ruanda, im Völkermord in Ruanda vor 5 Jahren. Und die wirklich monatelang die Leute eingepeitscht haben, dass die rausgegangen sind und ihre Nachbarn umgebracht haben. Und da dran zu kommen, da rauszufinden, was eigentlich passiert ist, das ist die Aufgabe dieses Theaterstücks und im Endeffekt dieses Films, der danach gedreht wurde. Bewegte Bilder und statische Bilder, die nicht weniger bewegen, trotz oder gerade wegen ihrer Schlichtheit. Also hier haben wir Arbeiten von Arvid Messmer, ist ein Berliner Fotograf, der ein großes Projekt gemacht hat. Dazu gibt es auch ein Buch und das heißt Reenactment MFS, also Reenactment Ministerium für Staatssicherheit. Der ist durch die Akten durchgegangen in der Bundesbehörde zur Aufarbeitung der Stasi-Unterlagen und hat nach fotografischem Material gesucht. Da hat überhaupt nach Material gesucht, das für ihn eine Geschichte erzählt und hat da Fotos abfotografiert, er hat Objekte abfotografiert, die sich da in den Unterlagen befinden. Und es sind ganz erschütternde Sachen. Es ist diese Familie, die beim Grenzübertritt durch Schleuser verhaftet wurde, geschnappt wurde und die es nicht geschafft haben. Und das ist ein ganz fürchterliches Foto, der kleine Junge, der dabei steht und sich in die Hosen macht dabei. So simpel die Fotografien und Filme sind, so schwer sind ihre realen Bezüge. Zwar können Sie das Geschehene nicht komplett erklären. Aber wir können uns einfach diese Filme angucken, wir können uns diese Fotos ansehen und vielleicht da einen Schritt näher dran kommen. Und vielleicht in Zukunft einen Schritt früher die Gefahr in Situation und Menschen erkennen. Nacherlebt. Bis 11. September in der MEWO Kunsthalle. Die aktuelle Situation mit der ständigen Angst vor Anschlägen und Terror beeinflusst auch die Wahl unserer Urlaubsorte. Bei uns erfahren Sie morgen, wo die Allgäuer noch hinfahren und welche Tipps Experten für Ihre Reise geben. Außerdem haben wir ein Team heute Abend bei Rhythm on Ice in Oberstdorf. Dort zeigen Schüler des Sportgymnasiums zusammen mit nationalen und internationalen Eislaufstars ihr Können. Das alles und mehr am Mittwoch bei Allgäu TV.